Es wird der falsche Prophet ins Feuer geschmissen und es wird das Tier ins Feuer geschmissen. Und ich sah einen anderen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abyssos, zu diesem Abgrund und eine große Kette in der Hand. Und Satan wird in Ketten der Umstände gebunden für 1000 Jahre. Jetzt hat er keinen mehr zu verführen, sie liegen alle tot und die Gerechten sind nicht da. God setteth the solitary in families and bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. In Deutsch ist der nicht so übersetzt, also habe ich ihn in Englisch so gelassen. Im Psalm 68, Vers 6 steht geschrieben, dass die, die in Ketten gefesselt werden, sollen freigemacht werden. Das sind also Ketten der Umstände. Satan sitzt hier auf Erden, dass diejenigen, die er verführen will, die sind nicht mehr da. Und jetzt kommt ein Millianus, 1000 Jahre. Ich schaute und siehe, das Fruchtgefilde war zur Wüste geworden und alle seine Städte zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Jeremia 4, 26. Die Städte auf Erden sind vernichtet und es werden an jenen Tage die Erschlagenen des Herrn da liegen, vom einem Ende bis zum anderen. Sie werden nicht begraben werden. Sie werden wie Dünger sein auf dem Land. Wir haben also die Geschichte der Wiederkunft. Jesus kommt wieder. Die gerechten Toten, die stehen auf. Der gerechte Lebende werden verwandelt. Und zusammen mit den Auferstandenen gehen sie dem Herrn entgegen in die Luft, haben wir gesehen. Und Ungerechte sterben. Das war die Zusammenfassung der Wiederkunft. Offenbarung 20, Vers 5 sagt, die übrigen der Toten aber lebten nicht, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also was passiert dann? Also die erste Auferstehung, dann zweite 1000, dann 1000 Jahre, dann eine zweite Auferstehung. Und das nennt die Bibel Millianus, 1000 Jahre. Also hier sind wir, bald kommt Jesus, eine erste Auferstehung, die Erde ist wüst und leer, Satan ist gebunden und die Erde war wüst und leer, wie im Urzustand, wie sie damals war, als Gott die Erde schuf. 1. Mose 1 und 2, sie ist also in einem Urzustand wieder versetzt und sie ist leer, außer für Dämonen. Satan kann sich also sein Werk betrachten, vielleicht kann er die Leichen anschauen, es gibt keine Tiere und nichts mehr hier auf Erden. Jetzt, was geschieht mit den Gerechten während des Millenniums? Offenbarung 20, Vers 6. Selig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Die anderen schlafen ja dann noch. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also ganz eindeutig, die Gerechten sind ja entrückt worden, sind weggenommen worden, nicht geheim, sondern ganz offen. Und sie werden mit Christus regieren 1000 Jahre lang. Jetzt wo und was machen sie? Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und sie lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Also in diesem Millennium, die Gerechten sehen das Gericht. Mit anderen Worten, sie dürfen schauen, ob Christus in seinem Urteil gerecht war. Denn wenn er wiederkommt, die Gerechten gehen zum Himmel, die Ungerechten werden vernichtet. Und jetzt bin ich im Himmel und ich sehe, oho, wo ist der oder der, den ich gekannt habe? Der ist ja nicht da. Und meine Güte, was macht denn der hier? Versteht ihr? Jetzt, wie steht das Gericht? Denn wir urteilen wie Menschen, aber Gott richtet wie Gott. Also Gott gibt dieses Gericht
seinem Volk und sagt, schaut nach, ob es richtig war oder nicht. Also im Himmel gibt es ein Gericht, wir können die Bücher, wahrscheinlich Supercomputer, wer weiß, mit allen Dateien, ganze Lebensgeschichte in 3D, alles da, können wir ja sehen, wie es war, was ist in dem geheimen Gremium passiert. Wer hat wo was getan, kann alles untersucht werden. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Die Bibel sagt aber, alles Gericht ist wem gegeben? Jesus. Also Jesus ist der Richter. Und Jesus fällt das Urteil. Also dieses Gericht ist ein Bestätigungsgericht. Er hat schon gerichtet, aber Gottes Volk darf sehen, warum und wieso er so gerichtet hat und darf sich überzeugen, dass es fair war, so wie er es getan hat. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richtet werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Welche Engel werden gerichtet werden? Die Dämonen. Die bösen Engel, die gefallen sind. Warum denn nicht auch Dinge dieses Lebens? 1. Korinther 6, 2 und 3. Also das Gericht wird Gottes Volk übergeben und Satan wird gerichtet durch Menschen. Das muss ihm arg auf den Wecker gehen. Das muss ihn sehr irritieren. Denn er will wie Gott sein und jetzt wird er gerichtet gerade durch diejenige, die er hier zermalmt, so wie er will. Also dieses Gericht wird zeigen, dass Gott gerecht war und dass er alles Mögliche tat, um die Menschen zu retten. Wenn dieses Gericht 1000 Jahre lang, werden wir alle Einzelheiten der Geschichte von Adam und Eva bis zu den letzten Ereignissen durchstudieren. Offenbarung 16, Vers 7, und ich hörte vom Altar her sagen, ja Herr, allmächtiger Gott, wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte. Es wird bestätigt werden, dass Gott gerecht war in seiner Aussage und in seinem Gericht. Also während des Millenniums ist hier auf Erden nichts los. Die Gerechten sind im Himmel, die Erde ist wüst und leer, Satan ist gebunden in Ketten, aber nicht wirkliche Ketten, Ketten der Umstände, er hat keinen zu verfolgen und zu überlisten. Das Gericht der Bestätigung findet im Himmel statt. Und jedes Ereignis kann geprüft werden. Jetzt was, wenn da einer ist oder einer nicht da ist, wo man wirklich glaubte, der hätte doch da sein sollen. Und du siehst in dem Gericht, das ist fair. Aber du denkst, Herr, was, wenn er die Chance gehabt hätte, um noch einmal zu hören? Er würde sich doch nicht gegen dich auflehnen. Dann werden wir noch eine Chance haben, um zu sehen, wie reagieren sie, wenn sie gegenüber dem lebendigen Gott stehen. Das Gericht der Bestätigung im Himmel. Also wieder die vier kommen, ihr könnt euch entsinnen, als Baby haben wir besprochen, zu den Alten von Tagen, das war das Untersuchungsgericht in Daniel 7, 13. In Herrlichkeit, das zweite Kommen, der ganze vorige Vortrag. Und dann kommt er wieder zu dieser Erde, um sie wiederherzustellen und das Königreich aufzurichten. Denn die Bibel sagt, der ganze Himmel verlegt sich zu dieser Erde. Also das muss geschehen nach den 1000 Jahren. Also die übrigen der Toten lebten nicht, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Während dieser Zeit ist dieses Gericht im Himmel, wo bestätigt wird, dass Gott gerecht war. Und jetzt kommt der ganze Himmel mit allen Erlösten und allen Engeln wieder zurück zu dieser Erde. Also noch ein größeres Ereignis als das vorige. Denn jetzt sind die Erlösten auch alle dabei. Und sie kommen zurück. Und zwar mit der heiligen Stadt. Das ist ein Raumschiff, so wie keiner es sich vorstellen kann. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Was hat ihn denn im Gefängnis gehalten? Dass da niemand war zu verführen.
Also nur eine Auferstehung der Ungerechten kann wieder Personen auf die Erde stellen, mit denen er arbeiten kann. Also er wird aus dem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, die Nationen zu verführen. Wo kommen die denn her? Die waren ja alle tot und haben geschlafen. Also wo kommen diese Nationen her? Sie werden aus dem Grabe geweckt. Christus ruft die Ungerechten hervor, aber anstatt, dass sie ihn akzeptieren, sagt Satan zu ihnen, was sie machen sollen. Und er verführt sie wieder, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und Magog, sie zum Kampfe zu versammeln. Ihre Zahl ist wie der Sand am Meer. Also, als Christus bei der zweiten Wiederkunft kam, gab es einen Krieg. Gott kämpfte für die Seinen vom Himmel und dieser Krieg hieß wie? Harmageddon. Jetzt, nach den 1000 Jahren, die Ungerechten stehen auf, ihre Zahl ist wie der Sand am Meer. Da ist ein Napoleon mit seinem Heer, vielleicht ein Adolf, was weiß ich, mit seinem Heer. Und. Viele großen Armeen. Und sie sehen die Stadt und sie sind zahlreicher als die Menschen, die erlöst worden sind. Denn so ist es nun mal. Und es soll ein Kampf stattfinden und der heißt jetzt Gog und Magog. Es gibt noch einen Krieg. Also Kriege sind noch nicht vorbei. Also das ist die Auferstehung der Verdammnis. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder jene Nationen wie der einst am Tage seines Kampfes, am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Morgen liegt. Da wird sich der Ölberg in der Mitte spalten, dass es von Sonnenaufgang nach dem Meere hin ein sehr großes Tal geben und die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden zurückweichen wird. Zachariah 14, Vers 3 und 4. Frage. Der Herr kommt und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Bei der zweiten Wiederkunft, wie war es da? Er berührte nicht die Erde, er blieb in der Luft. Jetzt kommt er. Er kommt herab und er berührt die Erde und pfuff, ein Riesental wird vorbereitet. Und dieses Tal ist die Vorbereitung für die heilige Stadt, die von oben herabkommt. Also nicht ein Jerusalem hier unten, sondern wir werden gleich sehen, es ist ein himmlisches Jerusalem, das wie ein Raumschiff runterkommt. Ein Riesenereignis. Und er berührt die Erde, was er nicht tut bei seinem zweiten Kommen. Offenbarung 21, 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigen von Gott, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also die Stadt kommt herab. Jetzt diese Offenbarung ist chiastisch geschrieben. Die Ereignisse im zweiten Teil Offenbarung muss man rückwärts lesen, damit man den Sinn versteht. Denn der Mittelpunkt, der Kampf vor dem zweiten Kommen, muss emporgehoben werden. Also die Stadt kommt runter. Eine Riesenstadt. Groß genug, um alle Menschen, die je gelebt haben, in sich zu haben. Ungefähr so groß wie ganz Polen. Darum sagen die Polen auch, dass das ist der Platz für die neue Jerusalem. Ungefähr so groß wie ganz Polen ist diese Stadt. Aber auch genauso hoch, wie sie lang und breit ist. Also wenn es da geht um Wolkenkratzer, dann werden wir ja was erleben. Also, nachdem die Erde wüst und leer war, kommt diese heilige Stadt herunter und eine Auferstehung findet statt. Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Das ist eine Auferstehung. Dann bringt er alle zusammen, die Nationen, er verführt sie und Gog und den Magog, sie zum Kampfe zu versammeln. Ihre Zahl ist wie der Sand am Meer. Er sieht die Stadt,
Er sieht seine Massen, er sagt, wir haben eine Chance. Komm, wir machen ein paar Waffen. Und wir haben ja die Kernphysiker hier und wir haben ja die und das und unsere Generäle. Wir werden das schon zurechtschustern. Und sie zogen heraus auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und dann, was passiert? Es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ah! Es gibt also eine ewig brennende Hölle nach diesem Text, oder nicht? Also es geht um eine Ernte. Offenbarung 20, Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Jetzt die Ereignisse sind ein bisschen verkehrt rum. Sie sind schon vernichtet nach Offenbarung und jetzt kommt erst ein Gericht. Chiasma nicht vergessen. Wir lesen die Ereignisse rückwärts. Es gibt eine Auferstehung, sie umzingeln die Stadt, dann kommt ein Gericht und dann kommt eine Vernichtung. Also nicht durcheinander werden. Vers 12, und ich sah die Toten, die Großen, die Kleine vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Also wenn wir so lesen, wie ist das möglich? Eben waren sie tot und jetzt sind sie auferstanden. Chiasma, Auferstehung, umzingeln die Stadt, Gericht, Vernichtung. Rückwärts die Ereignisse. Und Bücher wurden aufgetan. Also sie haben auch eine Gelegenheit zu verstehen, warum sie unter den Ungerechten zählen, was sie getan haben, und sie müssen bekennen. Sie müssen es bekennen, dass sie ungerecht waren den Heiligen gegenüber. Diejenigen, die den Huss verbrannt haben, müssen stehen und sagen, ja, ich habe den Huss verbrannt und ich habe gewusst in meinem Herzen, dass das verkehrt war, aber ich habe ihn gehasst. Die Bücher werden, was da geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die daran waren, und der Tod und das Totenreich gab die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Also der Feuersee ist der zweite Tod. Der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buche des Lebens eingeschrieben gefunden war, wurde er in den Feuersee geworfen. Also alle außerhalb der Stadt stehen nicht im Buch. Sie kommen in dieses Feuer und das ist der zweite Tod. Jesaja. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Aller Welt enden, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich schwöre bei mir selbst, Gerechtigkeit geht aus meinem Munde. Ein Wort, das nicht zurückkommen wird. Mir soll sich beugen jedes Knie und schwören jede Zunge. Sie müssen erkennen, dass Jesus Christus Gott und Herrscher ist und dass sie gegen ihn gekämpft haben und dass sie gegen ihn waren. Römer sagt genau das Gleiche, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich beugen jedes Knie. Und jede Zunge wird Gott bekennen. Dieses Gericht, sie können noch so hartnäckig sein, sie können noch so sich groß tun, sie werden das Knie beugen. Dass der Böse am Tage des Unglücks verschont bleibe und dem Tage des Zorns entgeht. Hiob 21, 30. Also hier kommt eine Schlacht von Gog und Magog. Was heißt das? Gog und Magog heißt verborgen. Geheimnis, dieses System, das sich aufgelehnt hatte gegen Gott mit einer verborgenen Lehre, das soll endgültig vernichtet werden. Offenbarung 20, 9. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde, umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt und Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Jetzt müssen wir diese Lehre des ewig brennenden Feuers mal biblisch studieren. Also, wie man sich so das vorstellen kann, hier kommen sie, da ist die heilige Stadt,
Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie, Offenbarung 20,9. Ein Feuer kommt herab. Wie lang brennt das Feuer? Wie ist das ein ewiges Feuer, das da draußen brennt? Psalm 37,20 sagt, aber die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn dahin schwinden, wie die Pracht der Auen, wie Rauch verschwinden sie. Sie verbrennen, sie sind weg. Psalm 21, Vers 9 sagt, du wirst sie machen wie einen feurigen Ofen zur Zeit deines Erscheinens. Der Herr wird sie in seinem Zorn verschlingen, das Feuer wird sie fressen. Weg! Psalm 21, Vers 9. Und Offenbarung erklärt das. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Offenbarung 20, Vers 14. Also sie sterben das zweite Mal. Sie sind also vorher gestorben, haben eine Auferstehung, bekommen ein Gericht, müssen zugeben, dass sie gegen Gott und die Seinen gekämpft haben und werden vernichtet. Matthäus 25, 46. Sie werden in die ewige Pein gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Aha, es gibt doch eine Hölle. Und so geht das Argument hin und her. Entweder sie werden vernichtet und verschwinden wie Rauch, oder sie gehen in ewige Pein. Beide können nicht richtig sein. Wir müssen die Bibel auslegen lassen. Offenbarung 14,11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und keine Ruhe haben Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Aha, sagen sie, es gibt eine ewig brennende Hölle. Diese Texte, die angeblich gegenübereinander stehen, muss man sorgfältig auseinanderziehen. Psalm 92, Vers 7. Wenn die Gottlosen grünen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist's nur, damit sie für immer vertilgt werden. Hier haben wir also eine andere Sicht. Da werden sie für immer vertilgt. Oder hier, Jesaja 34, 8 bis 10. Denn das ist der Tag der Rache des Herrn, das Jahr der Vergeltung zur Rache für Sion. Da sollen ihre Bäche in Pech verwandelt werden und ihr Staub in Schwefel. Ja, ihr Land wird zu brennendem Pech. Tag und Nacht wird es brennen. Ewig wird sein Rauch aufsteigen. Da haben wir wieder das andere Bild. Es wird Wüste liegen von Geschlecht zu Geschlecht und niemand wird mehr dahin durchwandeln. Ewiglich. Judas gibt uns ein bisschen Licht. In Vers 7 sagt er, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese zur Unzucht bis aufs Äußerste trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als Beispiel vor uns liegen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers erleiden. Frage: Brennt das Feuer in Sodom und Gomorra noch oder nicht mehr? Also, was ist ewiges Feuer? Das ewige Feuer im jüdischen Denken ist ein Feuer, das brennt, bis es vertilgt hat, für ewig, was es vertilgen soll, dass da nichts übrig bleibt. Also Sodom und Gomorra ist Beispiel. Petrus sagt genau das Gleiche, auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie zukünftigen Gottlosen zum Beispiel setzte. Sie sind ein Beispiel von was passiert. Sie brennen weg und die Konsequenzen sind ewig. Aber ist das Feuer ewig? Das müssen wir jetzt herausfinden. Und da müssen wir Parallelismus studieren. Was ist das jüdische Denken über ewiges Feuer? Jeremia 17, Vers 27. Unlöschbares Feuer. Ein Feuer, das man nicht löschen kann für ewig und ewig. Jeremia sagt, werdet ihr mir aber nicht gehorchen, dass ihr den Sabbattag heiligt. Interessant, dass er dieses Beispiel auch gerade hier mit dem Sabbat gebraucht. Und keine Bürde trägt und mit keiner solchen Sabbattage durch die Tore Jerusalems hineingeht. So will ich ein Feuer anzünden in ihren Toren,
das soll die Paläste Jerusalems verzehren und nicht erlöschen. Da haben wir ein ewiges Feuer. Also es wird ein Feuer angezündet in Jerusalem, wenn sie weiter diese verkehrten Dinge tun. Und dieses Feuer wird nicht erlöschen. Jeremia 17, 27. Wenn wir dann Jeremia 52 lesen, Vers 12 bis 13, aber am 10. Tage des 5. Monats, im 19. Jahre des babylonischen Königs Nebukadnezar, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, welche vor dem König von Babel stand, also jetzt kommt die Vergeltung, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Frage, brennt dieses Feuer noch oder nicht mehr? Nein, es brennt nicht mehr. Jeremia 52, 12 bis 13. 2. Chroniker 36 macht es ganz sicher, dass seine Prophezeiung sich auf dieses Ereignis bezog. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder und verbrannten alle Paläste mit Feuer. Also wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Aha, Jeremia hat gesagt, das Feuer ist ein unlöschbares, ewiges Feuer. Und hier sagt es, als Nebukadnezar mit seinen Soldaten kam und es verbrannte, dann wurde diese Prophezeiung erfüllt. Also jetzt, Frage, brennt das Feuer noch oder nicht mehr? Nein, wie lange hat es gebrannt? Bis es das vollbracht hatte, was gesagt wurde. Bis alles verbrannt war, so lange hat es gebrannt. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die Gottlosen handeln, wie Stoppeln sein. Und der zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr, der Herrscharen, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Maleachi 4, Vers 1. Vers 3 sagt, und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen am Tage, da ich handle, spricht der Herr, der Herrscher. Also wie lange brennt dieses ewige Feuer? Bis alles verbrannt ist. Die Konsequenzen dieses Feuers sind ewig. Werden sie wieder eine Auferstehung haben? Nein, nie wieder. So weiß der Herr, der Gottseligen, aus der Prüfung zu erretten, die Ungerechten aber für den Tag des Gerichts zur Bestrafung aufzubehalten. Die Gerechten werden gerettet, 2 Petrus 2, Vers 9, die anderen werden vernichtet. Was geschieht mit Satan? Das wollen wir ja auch wissen. Ezekiel sagt, darum habe ich dich vom Berge Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Er ist aus dem Himmel rausgeschmissen worden. So habe ich dich auf der Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Hier auf Erden hat er dann sein Spiel weitergeführt. Da ließ ich am Ende Feuer von dir ausgehen, welches dich verzehrte, und ich habe dich auf Erden zu Asche gemacht vor den Augen aller, die dich sahen. Gut. Also was passiert mit dem Satan? Er wird auch vernichtet. Und wo kommt das Feuer hervor? Aus ihm heraus. Jetzt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber wenn man mit den Physikern redet, dann wissen wir, dass in jedem Atom unendlich viel Energie ist. Jeder Atom hat enorme Energie. Darum kann man ja auch Atomwaffen machen, durch den Atom zu spalten. Gibt es eine Atombombe? Durch die Atome zusammenzuschmelzen, gibt es eine Wasserstoffbombe, die ist noch stärker. Aber wenn wir die Teilchen der Partikel in dem Atom nehmen, dann sind die Partikel, bestehen auch aus Substanzen, die nennen wir Quarken. Und Quarken, drei Quarken, machen einen Subpartikel und Quarken haben eine unendliche Energie, die sich abstößt,
Also die Physiker wissen nicht, wie die Quarken zusammenbleiben, denn eigentlich sollten sie auseinanderschießen. Eigentlich sollte ein Atom auseinanderschießen, denn der besteht aus vielen Protonen, die zusammensitzen, die alle positiv sind und die sich abstoßen, aber er bleibt zusammen. Und die Quarken noch schlimmer. Und jetzt glaubt man, dass wenn man diese Quarkenenergie gebrauchen könnte, dann könnte man eine Waffe machen, die noch zigtausendmal stärker wäre als eine Wasserstoffbombe. Aber keiner weiß, wie die Quarken zusammenbleiben. Meine Bibel sagt, dass Gott hält alles zusammen. Gott macht das Leben möglich. Gott hält alles zusammen. Wenn Gott diese Macht nicht mehr ausübt, was passiert dann? Dann schießt alles auseinander und wandelt sich um in Energie, eine Hitze, und Feuer kommt raus und vertilgt alles in einer Wucht, die man nicht erklären kann. Genug Energie, um vielleicht den ganzen Erdball total sauber zu brennen. Wer weiß? Ich bin nicht Physiker, aber die Physiker sagen das. Da ließ ich Feuer von dir ausgehen. Ich halte dich nicht mehr am Leben. Bumm. Fallen die Atompartikel auseinander, du vergehst ins Nichts und Riesenenergie wird gezeugt. Und ich habe dich auf Erden zu Asche gemacht vor den Augen aller, die dich sahen. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Der Himmel hat sich verlegt zu dieser Erde. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und sein Gott selbst. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also der Himmel verlegt sich zu dieser Erde, ist unverständlich. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirne sein, Offenbarung 22, 4. Wir leben mit Gott in dieser Stadt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt welcher Himmel neu ist, weiß ich nicht genau. Die Bibel redet von drei Himmeln. Da ist die Atmosphäre, die atmosphärische Schicht rund um die Erde, das ist der erste Himmel, dann der Sternenhimmel und dann der Himmel, wo Gott wohnt. Also hier ist ein neuer Himmel, das ist der wahrscheinlich hier auf Erden und die Atmosphäre wird sauber gebrannt, die wird auch wieder schön hergestellt. Wie es mit den Sternen aussieht, weiß ich nicht genau, aber eine neue Erde und einen neuen Himmel. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Na, früher gab es riesen Innenseen, so von der Paläontologie abzulesen, und das Meer ist ein Resultat von Salzen, die sich gesammelt haben aus der Erde, ist also ein unnatürlicher Zustand, so wie er jetzt ist, trennt auch die Menschen. Also die Erde wird schon anders aussehen, mit riesen Innenseen wieder wahrscheinlich und nicht ein Meer, wie wir es jetzt kennen. Vielleicht geht das Wasser wieder in die unterirdische Schicht, denn damals in der vorsintflutlichen Welt war das Wasser so wie in Florida, wo es mit der Mondwende hoch und runter kommt und die Pflanzen wässert. Denn die Bibel sagt, es gab keinen Regen. Genau wie das neu ist, weiß ich nicht. Wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde, nach einer Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. 2 Petrus 3,13. Keine Sünde mehr in diesem neuen Reich. Die Erde wird also neu geschaffen. Vielleicht werden wir sehen, wir kommen aus der Stadt, die Bibel sagt, sie werden Asche unter den Füßen der Heiligen sein. Die Stadt ist also geschützt vor diesem Feuer. Genau wie die drei Freunde von Daniel geschützt waren vor diesem schrecklichen Feuer, so ist das Volk Gottes geschützt unter diesen Umständen. Und sie werden gehen über diese Asche. Traurig vielleicht, vielleicht sind da einige, die wir lieber bei uns hätten. Und der Herr wird die neue Erde schaffen. Vielleicht sehen wir, wie er es macht. Vielleicht redet er, sprach und es steht fest. Vielleicht über 6 Tage, wir werden es ja sehen. Also nach dem Millennium, das neue Jerusalem kommt herab auf die Erde
Satan greift die Stadt an, die Ungerechten werden vernichtet und Satan mit ihnen, und dann wird die Erde neu geschaffen. So lehrt die Bibel. Offenbarung 21,1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Naja, schöner wie das wird es sein. Kein Auge kann sich vorstellen, wie es war und wie es sein wird. Jesaja 11, Vers 6 und 9, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen, der Leopard bei dem Böcklein niederliegen, sie werden nicht schaden und nicht verderben auf dem ganzen Berge meines Heiligtums. Also diese Tiere werden sich ändern, sie werden nicht sein, wie sie jetzt sind. Und wieso sind sie, wie sie jetzt sind? Morgen früh kommt ein Vortrag über dieses Thema. Da werden wir biologisch betrachten, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht, warum die Tiere sich geändert haben, wo kommen Raubtiere her heutzutage, wieso Schlangen, wieso Spinnen mit Gift, wieso Krankheit, was hat sich geändert seit der Schöpfung. Das werden wir von einer wissenschaftlichen Sicht betrachten in dem morgigen Vortrag. Aber die Bibel sagt, die Tiere werden nicht sein, wie sie waren. Und dann, wir werden wieder arbeiten. Sie werden nicht umsonst arbeiten, noch ihre Kinder durch ein Unglück verlieren. Es gibt keinen Tod mehr. Denn sie sind ein gesegneter Samen des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Jesaja 65, Vers 23. Also hier, interessant, Familien werden nicht getrennt. Die Sprösslinge sind mit ihnen. Genau was die neuen Verhältnisse sind, das wissen wir nicht. Da müssen wir es abwarten. Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, also dass man der früheren nicht mehr gedenkt und sie niemand mehr in den Sinn kommen werden. Also die alte Erde wird allmählich aus den Gedanken verschwinden, denn die neue wird so schön sein. Wir haben ja gesehen, Gott hat eine Wohnung für uns vorbereitet in der neuen Stadt. Also jeder hat eine Stadtwohnung, jeder bekommt ein Land, denn sie werden Weingarten anpflanzen, sie werden Früchte sammeln, nicht einer wird pflanzen und der andere essen, sondern es wird jedem gehören, der da seinen Platz hat. Sie werden Häuser bauen, eine tolle Sache, sie werden Häuser bauen und dieselben bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, dass ein anderer bewohne und nicht pflanzen, dass ein anderer esse. Das heißt nicht, ich darf nicht mal eine meiner Avocados jemand geben. Ich kann das schon machen. Aber ich brauche mich nicht mehr irritieren, dass ich in jedem Haus, wo ich gewohnt habe, einen Avocado-Baum gepflanzt habe und noch nie eine gegessen hat. Das klingt mir so auf dem Wecker. Und heute, wenn ich da vorbeifahre, dann ist der Baum voller Früchte. Und wenn ich mir eine klauen würde, dann würde ich stehlen. Das ist irritierend. Wird nicht wieder passieren, da steht's. Werde ihn pflanzen und darf ihn auch essen. Darf ihn auch teilen, wenn ich will. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Toll! Entropie soll eingeschalten werden. Das wird ein tolles Ding. Wir bauen also ein Haus, so wie wir es wollen. Wir haben eine Stadtwohnung, wir haben unseren Weingarten, unsere Bäume, unsere Früchte. Die Tiere sind zahm, der Löwe kommt am Haus vorbei. Kinder, ihr könnt euch draufsetzen, drauf rumreiten. Eine tolle Sache wird das. Und keine Zäune, wir brauchen keine Zäune. Die Tiere werden essen, wieder was sie ursprünglich gegessen haben. Morgen werden wir darüber reden. Und sie werden uns nicht alles vernichten. Und wir werden viel Zeit haben zum Reisen, wo auch immer das Lamm hingeht. Sie werden nicht schaden noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Das ist in seinem Königreich, Berg gleich Königreich. Jesaja 65, Vers 25.
Ich sage euch aber, viele werden kommen von Morgen und Abend und werden mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen im Himmelreich. Das ist auch eine tolle Sache. Ich möchte auch mit Jeremia sitzen und sagen, was ist mit dir alles passiert? Ein bisschen austauschen, all die Geschichten, so wie es passiert ist, und uns unterhalten. Und es wird dahin kommen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Okay, jetzt wie soll denn das? Das ist doch ein Zeremonialgesetz, dieser Neumond. Wieso soll der noch im Himmel gehalten werden? Also nach diesem Text in Jesaja 66, es gab natürlich Prophezeiungen, die zutreffen sollten, wenn Israel gehorsam war, gewesen wären. Sie waren es also nicht. Also diese Versprechen typologisch gehen über auf geistliches Jerusalem. Also kommen wir sagen mal, es gibt ein Monatsfest und ein Wochenfest. Das Wochenfest ist der Sabbat. Was kann das Monatsfest sein? Ein Clou ist, der Baum des Lebens trägt, wie schon vorher gesagt, einmal im Monat seine Früchte. Und zwar 12 Früchte, Verschiedenheit, und die Blätter haben irgendeine Substanz, eine Phytochemikalie, die dafür sorgt, dass das DNA nie wieder zunichte geht. Und wer weiß, vielleicht machen wir einen Tee davon oder ich habe keine Ahnung. Aber einmal im Monat Lebensbaumernährung. Tolle Sache. Und einmal die Woche Sabbat. Und wir brauchen uns nicht Kummer machen, dass wir nirgends haben, um unsere Sachen hinzulegen oder dass wir die Nachbarn stören müssen, denn jeder in der Stadt hat was? Seine eigene Wohnung. Toll, toll. Ob du jetzt auf der anderen Seite der Erde wohnst oder nicht, ist egal. Du hast deine eigene Wohnung. Und somit wird die ganze Erde neu gemacht und Gott regiert hier auf Erden. Und dieser ganze Kampf ist für ewig vorbei. Und dann sagt der Herr, er wird alle Tränen abwischen. So mit der Zeit werden wir nicht mehr an das Vorige denken, weil das, was er uns schenkt, so gut und so schön ist, dass wir so viel Freude am Leben haben werden, dass wir nicht mehr dran denken werden. Es gibt nur eine Erinnerung an die Sünde. Die Malzeichen in seiner Hand, in seinen Füßen und an seiner Seite. Und wenn wir ihn sehen, werden wir wissen, warum wir da sind. Und wir werden wissen, es ist ihm zu danken, dass ich da bin. Und wenn wir ihn sehen und er hat uns eine Krone gegeben, holen wir sie runter und sagen, Herr, ich verdiene sie nicht. Aber er sagt, komm, setz sie auf, ich habe sie dir gegeben. Und dann, wo auch immer das Lamm hingeht, werden wir folgen. Und ich glaube, wir werden durch sein ganzes Universum reisen, von einem Planeten zum anderen. Denn ein Schöpfer schöpft nicht nur ohne andere Lebewesen. Und wir werden dem ganzen Universum zeugen können von der Liebe und der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und ich kann nicht warten. Ich hoffe, ihr auch. Amen.